Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche. Ja, die Wettervorhersage, die kommt nachher noch. Vorher ein paar andere Meldungen, aber die Wettervorhersage wird spaßig. Jetzt fangen wir erstmal an mit einer richtig niedlichen Meldung aus unserer Hauptstadt. Ja, etwas abgeranzt, aber abgerockt dafür. Ein Thai-Restaurant, die Perle des Imbisslebens in Berlin, in der Hauptstadt. Die Oma kocht hier bis zum Umfallen. Arbeitsschutz ist irgendwie nicht angesagt. Ja, auch das Gesundheitsamt, ob das da mal vorbeischaut, das wissen wir auch nicht. Die Hausfassade sieht hübsch aus, richtig schön, alles vollgeschmiert. Es sieht ein bisschen nach Pleitegeier auch aus, aber das ist in, das ist toll, unsere Hauptstadt lebt. Und noch was Niedliches, wenn es im Zusammenhang mit Thailand ist, dann kann man auch mal von Hausmannskost reden. Stellt euch mal vor, wir würden sagen, wir lieben bayerische, preußische oder schwäbische Hausmannskost, wie dann das Unbillen über uns hereinbrechen würde. Auch in Übersee geht's niedlich zu. Die Demokraten, die reden davon, dass die Demokratie in Gefahr ist. Wir erinnern uns alle bei der letzten Präsidentschaftswahl. Da hat der Trump und seine Anhänger behauptet, es gäbe Wahlfälschung. Die Demokraten, die waren vehement dagegen, die haben das abgestritten. Nur wollen wir mal sehen, wenn die Republikaner jetzt gewinnen, wie es dann aussieht, ob dann vielleicht doch Wahlfälschung irgendwie im Spiel ist. Andererseits, Trump, der unterstützt seine Anhänger, das ist ja auch sehr verwunderlich. Gut, wie dem auch sei, die Demokraten sagen jedenfalls, Pelosi, Obama und Biden, bei einer demokratischen Wahl, bei der es keine Wahlfälschung gibt, darf nur eine Partei gewinnen. Wenn die andere Partei gewinnt, dann ist die Bevölkerung ja undemokratisch, dann ist die Demokratie in Gefahr. Das erinnert uns auch ein wenig an unsere Heimat. Tja, jetzt geht's darum, dass wir euch immer wieder sagen, Leute, bleibt gelassen, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Im Jahre 2035 oder wann auch immer soll es keine Verbrennungsmotoren mehr geben. Jetzt erfahren wir, dass da eine Klausel drin ist, dass das alles in 2-3 Jahren noch einmal überprüft werden soll oder in 4 Jahren, keine Ahnung, egal. Denn man ist sich nicht sicher, ob das auch alles durchführbar ist. Wir haben es gleich gewusst, wir haben es euch immer gesagt, Leute, lasst euch keine Angst machen, die reden viel, wenn der Tag lang ist. Und es kommt oftmals anders, als die da oben es sich wünschen. Und wir erfahren auch, und das ist auch eine gute Nachricht, die EU bekommt kalte Füße und wir glauben nicht nur bei diesem Thema. Nun zur angekündigten Wettervorhersage. Es gibt für den heutigen Tag 6 Szenarien. Es kann sonnig werden, es kann regnen, es kann windig werden, aber es kann auch Sonne und Regen kommen oder es kommt Regen und Sturm oder es kann möglicherweise auch ganz anders kommen. Fazit, ihr seht, wir sind die absoluten Wetterexperten. Apropos Experten, Herr Strack-Zimmermann, der graumelierte Herr hier, der ist ein Experte für Waffen, Waffenexporte, ja, und für Krisengebiete und all sowas. Die Schweiz hat ja abgelehnt, für deutsche Kampffahrzeuge die Munition zu liefern. Und nun hat Herr Strack-Zimmermann beschlossen, die Schweiz auszuboten. Irgendwoher müssen die Ballermänner doch kommen. Irgendwo müssen doch welche zu finden sein. Bei dem nächsten Experten wird's nun wieder niedlich. Herr Virologe Streeck, der sagt, da die WM im Winter stattfindet, also bei uns im Winter, könnten die Leute in Innenräumen so etwas mehr aneinander kuscheln und da könnte es ja zu Infektionen kommen. Man redet aber irgendwie nicht mehr von den Infektionen seit letzten Jahren. Man vermeidet dieses Wort irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es ungewollt, vielleicht bewusst, wir wissen es nicht. Herr Experte Streeck redet von Schnupfen und er empfiehlt einen gewissen Pragmatismus, keine Reglementierungen wie in den letzten Jahren. Er sagt, wenn man Schnupfen und Husten hat, dann soll man doch eigenverantwortlich vielleicht auf den Besuch der Oma im Altenheim verzichten. Ach was, das ist eine Möglichkeit, das haben wir gar nicht mehr gewusst, das haben wir ja fast vergessen.
Ja, bei diesem Thema, da vergeht uns das Lachen, da vergeht uns der Humor und wir wissen nicht, ob wir da satirisch sein können. Der Präsident der Herzen, der Präsident, der alle vereinen will, der hat jetzt eine ganz tolle Vorstellung. Wenn die alten Leutchen dann in Zukunft bis 70 arbeiten müssen, weil die Rentenkassen leer sind, also ihn trifft's ja nicht, er hat ja viel Kohle verdient vom Staat, für wenig Leistung finden wir, aber er ist der Meinung, er arbeitet viel und er muss sich auch viele Gedanken machen und er will jetzt den Pflichtdienst auch für alte Leute. Und zwar geht es darum, dass man ähnlich wie im Zirkus oder in einer Hundeschule mit den älteren Menschen einen Zusammenhalt einüben müsste. Ja, Herr Steinmeier, wenn wir das ernst nehmen würden, wenn wir dazu wirklich etwas Ernsthaftes sagen würden, dann würden unsere Kommentare in übelsten Beleidigungen ausarten. Wir bleiben mal etwas gelassen und etwas ruhig. Herr Steinmeier, das ist ja absolute Arroganz. Das ist boah. Vielleicht verzeihen mir die Zensoren den Begriff halslose Hamsterbacke. Leute, in diesem Sinne, weiterhin wachsam bleiben, geht hinaus, sagt den Leuten, was da los ist. Die Menschen müssten doch bei dem Verhalten der Politiker nun reihenweise, scharenweise aufwachen. Wir werden sehen, wir bleiben am Ball, ihr bleibt am Ball, das ist gut so. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bitte einen Daumen hoch, einen Kommentar da lassen, vielleicht auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Weitersagen, wir müssen viele Menschen erreichen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.